Vom Nikolausturnier kommen wir abschließend zum Nikolaus-Spendenlauf. Weder durch Evakuierung noch durch schlechtes Wetter ließen sich die Veranstalter und Teilnehmer davon abhalten, in Montabaur eine Stunde lang für den guten Zweck durch die Kreisstadt zu laufen. Wer jetzt genau der Nikolaus war in Montabaur, ist nicht ganz klar und auch völlig unerheblich. Viel wichtiger war, dass beim Nikolaus-Spendenlauf möglichst viele die rote Zipfelmütze tragen. Denn je mehr mitmachen, desto mehr Spenden kommen zusammen. Mittendrin Organisator Bernhard Münz. Sein Händchen für erfolgreiche Laufveranstaltungen ist bekannt. Beim Nikolaus-Spendenlauf hat er sich mit über 200 anderen auf den Weg durch die Altstadt gemacht. Also die Firma Münz, wir haben eine eigene Stiftung gegründet und wir spenden pro Teilnehmer 2 €. Und die Organisationskosten trägt sowieso die Firma Münz und die Spendengelder werden sofort, auch die hier von den Teilnehmern noch dazugegeben werden, werden am selben Tag nach der Veranstaltung direkt überreicht. Dieses Jahr geben wir die Gelder an die zweite Heimat in Hörkanshausen und an die DLRG, die uns immer wieder unterstützt. Kein Schmuddelwetter und kein Bombenalarm in Koblenz konnten die Teilnehmer abhalten. 750 Meter Rundkurs durch die Altstadt von Montabaur. Laufen ja, gewinnen nein. Es gab keine Alters- und Leistungsbeschränkungen. Alle sollten so lange, so schnell laufen, wie sie wollten. Völlig entspannt. Auch an den Ständen des Weihnachtsmarktes vorbei. Mitten durch die Besucher, die waren natürlich willkommene Schaulustige. Abklatschen für den Nikolaus-Spendenlauf. Ob allein, ob im Team. Groß, klein, alt und jung. War halt eben toll dabei zu sein. Ah. Gut, eine Runde. Und hat Spaß gemacht? Ja, mitgelaufen von der Schule aus. Es waren ganz viele Kinder von unserer Schule aus angemeldet. Das ist die evangelische Grundschule in Mogendorf. Und da hatten wir Kinder dabei, die wir so ein bisschen mit unterstützt haben. Und da bin ich dann mitgelaufen. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Aha, warum bist du mitgelaufen? Wie habt ihr das? Weil unsere Schule mitläuft. Laufen macht mir sehr viel Spaß und mein Vater und ich mögen es auch gern, anstrengende Strecken zu laufen. Okay, das hier ist der Papa. Ja. Hallo. Wieso haben Sie mitgemacht? Ich laufe hier regelmäßig vor Ort, laufe auch bei Münz Silvesterlauf immer mit. Und das hier ist ja sozusagen die Trainingsstrecke dafür. Der gute Zweck, genau. Er macht es privat und jetzt haben wir es hier heute auch nochmal gemacht. Und ich bin länger nicht gelaufen, deswegen sehe ich jetzt so aus. Die Spendenbox sah ganz gut aus, 1.000 € sind zusammengekommen und übrigens auch wenn der Nikolaus-Spendenlauf 2 Tage vor dem Nikolaustag stattfand, der Münz-Silvesterlauf ist genau für den 31.12. geplant.